Du hast gesagt, ich brauche Geld. Deshalb sitzen wir hier. Und deshalb habe ich jetzt mein ganzes Geld, was ich verdient habe, ausgegeben in den letzten Tagen, um uns ein kleines Fest zu bereiten. Und zwar habe ich afrikanische Süßigkeiten gekauft. Jody ist jetzt hinter der Kamera und Jody wird uns einfach reinwerfen und wir werden die... Was ist das? Moment. So geht das nicht. Ja, was denn? Darf ich dein Publikum auch mal kurz begrüßen? Nein, du musst direkt anfangen. Hey Leute, Zeltpapis, hier ist wieder Handvoll Gold. Was ist das denn? Was ist das denn? Nachdem mich ein erwachsener Mann mit seinen Exkrementen beschmiert hat, können wir da wahrscheinlich fortfahren. Vater, komm zurück! Die meisten Sachen sind auf Englisch, da hinten steht was auf Spanisch drauf. Ich kann nicht mal lesen, was... Risgudo de Insectin des Piensas Pequenas. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, das ist Portugiesisch. Also, dafür hätte ich dich 12.000 Kilometer fliegen brauchen. Das ist halt irgendein Erdbeerzeug, keine Ahnung. Mhm. Designed in Europe sogar, bei Popkids. Ja, toll. Braucht kein Mensch sowas. Okay, was haben wir noch? Hier. Und zwar, Leute, Butter, jawohl, ja. Gibt es hier im afrikanischen Süßigkeitenregal keine vernünftigen Süßigkeiten, sondern meistens nur dieses komische Trockenfleisch. Boah, ja, nee, das kannst du alleine essen. Oh, Sieht halt aus wie Hundeleckerchen. Das sieht aus wie ein Bremsstreifen. Ja. Wie isst man das? Gar nicht. Am besten isst man, obwohl, also, schmeckt besser, wie es aus der Tüte riecht. Naja. Aber nicht viel. Wir kauen noch 8 Minuten, dann haben wir die 10 Minuten voll und dann ist gut. Ja, du hast es verstanden, Ja, klar. Gut, was haben wir da? Pizza, Cream Soda, was ist denn Pizza? Was ist das? Hey, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was ich gekauft habe. Die Leute, die sich jetzt fragen, warum ich das Fleisch damit reingebracht habe, weil das gibt es halt im afrikanischen Süßigkeitenregal. Hier. Papier drum, ich habe das Papier gemischt. das Papier darf man auf jeden Fall nicht mit essen. Schmeckt legit einfach nach gar nichts. Nee, nach gar nichts ist falsch. Wow, das schmeckt nach Wandfarbe oder sowas. Schmeckt irgendwie nach Chemie, komplett Chemie. Toilettenreinigungsmittel. Das wird immer ekliger, merkst du das? Jody, ja. Willst du mal probieren? Nein. Okay. Aber ich dachte, ich bringe euch einen Drink. Oh, Zauberfee. Hör mal, bist du mit dieser Jody eigentlich zusammen? Bist du nicht mal mit diesem roten Pilz zusammen? Das werden wir jetzt hier nicht beantworten, Vater, aber ich habe hier... Ich habe allen Leuten erzählt, du bist schwul. Wie stehe ich denn jetzt da? Ja, machen wir weiter. Es gibt ja was umsonst hier. So, guck mal hier. Du bist so blöd. Kannst du doch nicht wegziehen, wenn ich da was reinkippe. Ja, kommt hier rein, okay. Ja, Prost, ne? Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Das ist Amila Orange. Great tasting. Das schmeckt doch mal gar nichts. Das ist einfach das nur... Das ist kein Geschmack, ne? Das ist nur Farbe. Bah, dieser Zucker. Aber es hat 2 Vitamine. Vitamin B, 2 Vitamin B hat es, 1 Vitamin A und 1 Vitamin C. Steht hier drauf. Ja, also ist besser als das heimische Bier. Kann man auf jeden Fall auch getrost im Supermarkt stehen lassen. Okay, was ist das? Was zum... Oh mein Gott, ja okay. Und zwar habe ich hier einmal Krebsgeschwüre gekauft. Das sind Antilopenhoden, die von Hodenkrebs befallen sind. Hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist von der Strabag hier, von der Straßenbau. Das ist eigentlich, genau, ist eigentlich ein Teerknödel. Ja, genau. Ein Teerknödel. Definitiv. Das ist doch wirklich zum Essen, nicht irgendwie zum Basteln irgendwie, dass du da noch Streichhölzer reinstecken musst. Oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. What the fuck, was ist das? Keine Ahnung. Hier steht drauf. Zeig mal, wie es von innen aussieht. Ist auf jeden Fall irgendwie was mit Lakritz. Chiasamen und Anis-Samen-Booster. Date Bites with Activated Charcoal. Da ist Kohle drin. Das ist richtig widerlich. Ich finde das nicht lecker. Nee, auch nicht. Das ist ekelhafter Zeug. Ja. Okay, Papa, hier habe ich was rausgesucht, was du auf jeden Fall mögen wirst. Das ist Zimt. Das ist kein Zimt. Ich sehe jetzt schon, dass es Zimt ist. Das ist kein Zimt. Ich mag kein Zimt. Mein Vater liebt Zimt über alles. Boah, stinkt das nach Zimt. Das ist einfach purer Zimt. Nö. Ich nehme mal schwarze Liebe. Nee. Okay. Ja, leicht zimtlastig. Das ist aber gar nicht. Naja. Moment, wenn ich das hier oben wegknibbele und dann den Marshmallow bis da rauskrabbele. Warte. Was machst du da? So geht's. Was machst du denn da? Also so geht's. Hör auf. Ja, okay, Jody, nächstes Ding. Letztes. Nein, weiter geht's. Hier was Schönes. Aha, hier was Schönes, guck mal. Jelly Tots, The Taste Adventure, Power Sour. Okay. Die scheinen sehr sauer zu sein. Sauer, gut. Made in South Africa, das ist sogar was typisch Südafrikanisches hier, okay. Ja. Das wusste ich natürlich. Oh Gott. Nehmt ihr ruhig mal ein paar mehr. Bin mal gespannt, wie sauer die wirklich sind, weil normalerweise sind Gummibärchen.
Die wirklich so. Oh, ich will auch eins. Ich mag sauer. Die sind sauer. Die kann man auf jeden Fall essen, kann man auf jeden Fall machen. Ja. Mhm. Genau. Crack. Oh nee, nicht so eine getrocknete Schweine. Das ist doch keine Süßigkeit. Doch, das ist alles im Süßigkeitsregal. Das ist auch so Milchchen. Wie nennt man einen kleinen Cracksüchtigen? Einen Crackling. Ihr müsst das beides zusammen essen, mit dem Brot zusammen. Das ist euer Abendessen. Ich weiß nicht mal, was das Brot ist, da steht drauf. Ist egal. Scheine Buttermilk Cicitrus. Was ist das? Stink. Ist das Brot oder Stein? Ich weiß es nicht, es ist Steinbrot. Okay. Das hast du im Waffenladen gekauft, oder? Im Baumarkt, Alter. Im Baumarkt, tatsächlich. Also wenn bei uns zu Hause ein Kuchen so 4 Stunden in der Sonne liegt, kommt das mal raus. Unglaublich. Nein. Hör zu reden. Das Ding ist so ekelig. Das Boah. Das ist so widerlich. Das ist so ekelig. Das ist Schweinefüßt oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Boah, das ist so eklig. Boah. Ja, es ist ja alles voll. Also das Brot kann ich nachvollziehen. Das kann man auf jeden Fall noch essen. Das werden wir noch essen. Generell müssen wir den Großteil der Sachen ja selber essen. Doch, es wird also nur noch damit gekocht die nächsten Tage. Hier waren wir heute jetzt extra in einem Süßigkeitenladen. Einmal habe ich das hier gekauft. Das türkische Honig. Das ist kein türkischer Honig. Das wollen wir auf der Kirmes kaufen. Eigentlich lag das tatsächlich in der Toilette hier bei uns in der Wohnung. Ja, dann Prost. Riech mal. Ja. Bisschen Pipi, bisschen Kaki, oh, lecker. Gott. Okay, auf geht's. Also Niveau ist auf diesem Kanal selten. Auf diesem Kanal, genau. Super. Wie gesagt, Kirmes. Okay. Das ist lecker. Hm? Stimmt. Komm mal essen. Hast du direkt weg? Nein. Du hast nicht mal abgebissen. Na, natürlich. Doch, das ist okay. Ja, okay. Das ist okay. Und ich hab dann noch das hier gekauft. Könnte einfach alles sein. Obwohl geht, ja. Nee, geht nicht. Das schmeckt wie, geht nicht. Können wir nicht mal eine Currywurst-Challenge machen? Das ist so eher meins. Oh, wie viel hast du denn da noch? Möchtest du noch so einen Crackling haben? Ja, so zum Einschlafen. Ich möchte, dass jemand kommt, wie den Magen auspumpt. Okay, hier habe ich was ganz Deliziöses. Die Form ist ja schon in die Hose gegangen. Das sind diese Fischchips oder sowas. Bah! Bah! Vorbei? Nein, hier steht auch schon drauf. After opening, das öffnet die den Hintern. Hier habe ich nochmal was extra Besonderes. Jetzt kommen wir das große Finale. Hot Tamales, vielleicht kennst du die. Die sind, da musst du aber 2 Stück von. Das sind Zäpfchen. Ich esse keine Zäpfchen. Du musst 2 Stück, die waren schon mal im Hintern. Die kannst du jetzt einfach in den Mund stecken. Ist ganz super. Okay. Bah! Es ist wieder Zimt gewesen. Aber so die Überdrückung. Es ist einfach purer Zimt da drin. Aus, aus. Also nur Eis noch. Ihr liebt euch wieder. Okay. Yes, this is a cinnamon overdose. Cinnamon overdose. Aua, ihr habt Sonnenbrand. Au! Mir geht's super. Ne? Oh, ich hab Ja, Thomas, jetzt kannst du gucken, wie du aus der Szene noch das Beste rausholst. Okay, hier. Unglaublich. Das ist, ich weiß. Absolut. Jawohl, alles am Boden. Oh, aua! Das ist hart! Au! Oh, ich hab richtig weh. Man hat aber gehört, wie der Zahn. Das sind doch gar keine Süßigkeiten, das ist vom Dentallabor, das sind Zahnfüllungen. Boah, das ist eklig! Lass es mal wirken, schmeckt mal. Das schmeckt wie eine Thai-Massage. Komm, wir geben uns alle nochmal. Ihr werdet hier nochmal eine halbe Hand davon. Komm. Nee. Doch, komm. Nein, kein du, Mensch. Deine Zähne sind auch stabil, du bist es. Das sind schon meine vierten oder ja, fünften. Ich werde dir auch keine neuen finanzieren danach. Also boah, los. Es gibt keinen Mensch, der davon eine halbe Hand gegessen hat und überlebt hat. Gibt's keinen. Nee, mach ich nicht. Nee, also tut mir leid. Bah! Das ist wirklich ekelhaft. So, jetzt räumen wir auf und Das schmeckt wie Das schmeckt wirklich, als würde die Masseuse eure Zunge nehmen und mit diesem Massageöl einreiben. Aber das ist nicht so eine schöne Masseuse, sondern so ein fetter, haariger Typ. Boah, ich krieg so brennen. Mir wird schlecht. Warte mal. Ich hab noch einen kleinen Nachtisch. Unglaublich. Weißt du, dass man zum Nachtisch gibt immer ein Stück Käse. Okay. So. Diesen Käse habe ich ans Herz gelegt bekommen. Ja, dann ess ihn noch. Ja, wir teilen uns den. Das sieht ja. Guck mal hier. Das ist nicht dein Ernst. Hier, ein kleines Stück für dich. Weil Käse ist ja auch gesund. Milch ist kein Gift, Leute. Denk dran. Milch ist kein Gift, aber das wahrscheinlich schon.
Hä? Der ist gar nicht so eklig, wie die Frau gesagt hat. Die Frau im Laden hat gesagt, dass man davon kotzen muss. Ja, die Frau ist scheinbar Veganerin. Gut, Leute. Ey, der Käse war gut. Ja, möchtest du den behalten? Mhm. Okay. Hier. Dann bist du jetzt auch bezahlt an der Stelle. Danke für das Video, behalt deinen Käse. Das war's mit diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Die Tage kommt dann nochmal vielleicht ein Video fort, dank meinem Vater online, wenn ihr das sehen wollt. Im Leben nicht. Sehr gut, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vlog natürlich von Südafrika auch noch bald zu sehen. Das war's davon. Cheers. Auf Wiedersehen. Tschüss.